Europa, insbesondere Deutschland, hat eine sehr lange gemeinsame Geschichte mit Russland. Und das sollte meines Erachtens nicht unterbrochen werden, obwohl die Situation seit einigen Jahren nicht gut aussieht. Also ich denke erstmal an die Kultur. Mir fallen sofort Schriftsteller und Dichter ein, Tolstoi, Dostojewski, Jewtuschenko. Aber auch umgekehrt war Heine in Russland sehr bekannt und beliebt. Kürzlich fand noch eine Ausstellung, fanden Vorträge in St. Petersburg zu Heinrich Heine statt. Oder wenn ich an den Maler Repin denke, fallen mir sofort die Wolga-Treidler ein, Tschaikowski, die Nuss, höre ich, die Nussknacker-Suite. Also das sollte nicht der Vergangenheit angehören. Das sieht im Moment nicht gut aus. Die NATO und man kann ja sagen, als Arm der USA in Europa baut eine gewaltige Militärmaschinerie an den Grenzen Russlands auf. Die NATO ist entgegen allen Zusagen bis an die russischen Grenzen vorgerückt. Es herrscht in den baltischen Staaten und in Polen eine regelrechte Hysterie. Man denkt, Russland wolle zu UdSSR zurückkehren und diese Staaten eventuell angreifen. Da hat also schon der Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder gesagt, das sei vollkommener Unsinn. Wir erinnern uns, dass Wladimir Putin 2001 im Deutschen Bundestag sehr versöhnliche Töne angeschlagen hat und dafür plädiert hat, mit Russland zusammenzuarbeiten. Er sprach von einem gemeinsamen Wirtschafts- und Kulturraum von Wladiwostok bis Lissabon. Das wurde nie von den westlichen Staaten aufgenommen. Die USA haben das sofort verhindert. Es geht offensichtlich darum, Russland und auch den Präsidenten Putin als Machtfaktor in der internationalen Politik so weit wie möglich auszuschalten. Es ist nicht ganz gelungen, siehe Syrien oder die Verhandlungen mit dem Iran. Aber auch, es geht auch darum, Russland zu ruinieren durch die Wirtschaftssanktionen, durch die Manipulationen der Energie- und Kapitalmärkte und dadurch, dass man Russland gewaltige Nachrüstungskosten aufbürdet, denn die Aufrüstung im Westen, USA, aber auch in den westeuropäischen Staaten nimmt ja immer mehr zu. Der Ex-Vizepräsident Joe Biden hat vor 2-3 Jahren in einem Vortrag gesagt, man wolle Russland ruinieren, wenn sie sich nicht den westlichen Kapitalinteressen öffnen. Wenn ich Radio höre, in den Fernseher schaue oder die Zeitung aufblättere, dann werde ich oft sehr ärgerlich oder zornig, weil ständig Propaganda gegen Russland gemacht wird. Ich meine, es wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass von den USA und der NATO und ihrer NATO eine sehr große Gefahr für den Weltfrieden ausgeht. Und alles, was die USA machen, ist angeblich in Ordnung. Und wenn in Russland etwas nicht dem Recht entspricht, wird das sofort aufgegriffen, aufgebauscht. Es ist ja nicht alles in Ordnung in Russland, das behaupte ich ja nicht. Das behaupten selbst meine russischen Freunde nicht und meine amerikanischen Freunde auch nicht. Die Bedeutung des Mediums Buch hat ja immer mehr nachgelassen, aber die politischen
Sachbücher erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit. Auf der Frankfurter Buchmesse wird sich durch das Erscheinen eines solchen Buches natürlich nichts ändern. Wir merken ja, dass auch mit dem Gastland Georgien Propaganda gemacht wird, und zwar gegen Russland. Das läuft manchmal nicht so ganz offen, aber ich kenne ja, habe mich ja sehr intensiv seit 2014 mit dieser ganzen Materie beschäftigt. Und das wird in diesem Buch, warum wir Frieden und Freundschaft mit Russland brauchen, aufgeblättert. Und ich denke, insofern ist dieses Buch sehr wichtig. Es wird sicherlich von den Leitmedien in Deutschland und auch von den namhaften Politikern nicht propagiert werden. Aber ich gehe davon aus, dass die alternativen Medien dieses Buch empfehlen werden und dass es dadurch ein geheimer Bestseller werden wird.